Hallo, 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 wir sind jetzt hier Backstage. Der Christian ist da und der Tobi von The Morning Pints und wir trinken jetzt erstmal ein Bierchen hier. Und der Christian ist wie immer am Handy. Nee, pass auf, pass auf, pass auf. Was ist los? Real feuert seinen Trainer. Hab ich schon eben gesagt, der hört mir nicht zu. Wer ist denn der Trainer von Real? Irgend so ein Italiener. Lia, muss schon mehr wissen. Muss schon mehr wissen, ist gefeuert. Ey, gut, wir machen mal. Also mal ganz ehrlich, wenn man mal so richtig, ich habe mir das heute angeguckt, mal so richtig den Arsch versucht bekommen, darf man nochmal den Trainer rausnehmen. Ist in der Kreisliga nicht anders? Hm? Ja. Apropos Kreisliga. Warum filmen wir eigentlich so viel von der Decke? Ja, weil du so dich gebückt hast. Guck mal, wenn ich jetzt da runtergehe, dann ist ja mein Kopf halb weg. Nö, nee, das passt doch geschenkt. Ist doch eigentlich ganz gut. Hol dir mal ein Bierchen da raus, komm. Was wollen wir hier besprechen? Achso. Oh, ein alkoholfreies Bier. Oh, genau. Für Bier. Den Fahrer. Also muss man sagen, wenn ihr mal zu Schoki über Nocki in die Sendung wollt, der Christian holt euch ab. Also das ist hier schwer professionell durchorganisiert. Ja, deswegen trinkt der Christian. Also der Unterschied ist, der Christian darf Sendungen machen, nicht so wie der Aiden bei TV Total. Was sprechen wir heute? Wir sprechen eigentlich über nichts, weil es ist Backstage und wir haben jetzt einfach nur mal zeigen wollen, wie es bei uns Backstage abgeht. Wir trinken nach der Sendung natürlich ein Bierchen. Also sozusagen ist das wie eure andere Sendung Schwall ins All. Und ich hasse es, wenn die Gäste einfach nur babbeln, ehrlich. Nur am Babbeln sind. Hast du es auch so, wenn du jemanden einlädst und der labert dich voll? Ja, Prost erstmal. Genau. Es gibt da ja eigentlich nichts zu sagen. Gibt ja nichts zu sagen. Von daher, das war... Doch, Real feuert den Trainer. Ja, Real feuert den Trainer. Das ist Aktualität, die wir in die Sendung mit reingebracht haben, in das Video. Das mag der Sascha nicht so. Also herzlich willkommen hier im Doppelpass-Stammtisch. Ja. Das war Backstage. Ihr habt jetzt mal gesehen, wie es nach der Sendung losgeht, was hier abgeht. Und ist relativ langweilig. Deswegen zeigen wir nicht viel mehr. Gerade überlegen, ob wir schon mal jemals hier waren. Doch, mit uns. Wir haben damals dieses grandiose Schoki-Banocki-Lied hier gespielt. Das hat er erfunden gerade in dem Moment. Mhm. Ah, stimmt, der Konstantin hat das gemacht. Mhm. Ja, Schoki-Banocki, ihr seid ein Geisti. Und so weiter. Ja, aber, ja. Ist doch gut. Ja. Kann man, wenn man auf unserem Kanal drauf geht und schaut, Studiokonzert, The Morning Pints, da ist es der Anfang. Das Intro. Einschaltung. So, jetzt, aber es ist doch ehrlich, wir wollen einfach nur mal. Entschuldigung. Das alkoholfreie Bier hier, das ist unfassbar. Entschuldigung, es tut mir auch wahnsinnig leid, aber. Komm durch. So viel, also. Alkoholfreies Bier, das ist. Guck mal, die Kombination eigentlich, warte mal so. Liebe Kreisliga-Community, schaut euch diese Kombination an. Geht gar nicht. Nein. Nee. Aber Christian ist ja auch eine Flitzpipe. Du. Flitzpipe. Das hier kostet alleine sonntags eine Kiste Bier, aber das weiß gar nicht mehr. Das kennt der Christian ist nicht. Ist kein Problem. Dann trinke ich ein paar von den anderen und dann fahrt ihr mit dem Bus nach Hause. Ist auch kein Problem. Du spielst auch C-Klasse, ne? Naja. Der spielt Bass C-Klasse. Naja, eigentlich fußballerisch auch D, aber manchmal auch A. Echt? D-Klasse? Ja. D-Klasse. Geil ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass es bei uns in der Gegend D-Klasse gibt. Ja. Ich gehe jetzt. Hammer. Nein, ich komm wieder. Du spielst D-Klasse? D-Liga, ja. Alter, aus Überzeugung. Aus Unvermögen. Ja. Also jetzt mal ganz im Ernst. D-Klasse. Ja. D-Klasse. Wir haben die Reserveliga bei uns abgeschafft und haben die D-Klasse ins Leben gerufen, damit du auch aufsteigen kannst. Wurde aber so damals auch die C-Klasse gegründet. Ne? Es gab ja vorher nur A und B. Ja. Und dann wurde die C-Klasse mit den Reservemannschaften der Bezirksligamannschaften damals gemacht. Ja, kann sein. Wer von euch kann geradeaus laufen? Ich könnte jetzt sagen, ich, aber dann würden alle anderen 10 sagen, das ist gelogen. Aber nee, wir sind ganz gut. Gehen alle Spiele 0-0 aus, oder? Nö, also wir haben am Wochenende jetzt 3-3 gespielt, davor das Wochenende 6-6. Ja, das ist Handball. Oder 8-8. Ja. Geil, okay. Also D-Liga. Ja. Ihr sag mal, ihr habt alle ein Offensiv. Talent will ich jetzt nicht sagen, aber ich sag mal, offensiv geht besser als defensiv. Kann ich so bestätigen. Also ja. Meistens am Wochenende ging defensiv ganz gut, aber offensiv nicht. Aber okay. Ja. Wir sind dieses Jahr vorne dabei, vielleicht geht da noch oben was. Aber ja. Ich wollte nur ganz kurz mal zeigen Backstage, ja, was da so gequatscht wird und wie das so abgeht und sowas. Jetzt sind wir schon 5 Minuten. Ey, gut, drauf. Im Endeffekt wird das gleiche gequatscht wie in der Sendung. Ja. Nur halt jetzt nicht live im Radio. Ja. 5 Minuten sind wir jetzt schon drauf.
Ja. Und reden über die D. Das musst du mal auf der Zunge D-Liga, ne? Über die D-Liga. Das höre ich jeden Tag die Woche. Was ist denn das für eine Liga? Erste, zweite Bundesliga, dritte Liga, vierte Liga, was sind das? Liga 24? Ja, erste Liga, zweite Liga, dritte. Oh, regional. Ich wollte nur die Antwort hören. Regional. Und nicht den Rechenweg. Wie bei Hessen. Hessenliga. Verband. Ja. Dann Gruppen. Kreisoberliga. Kreisober. A, B, C, D. Zwölfte Liga. Der spielt in der 12. Liga. Das hört sich mal auf der Zunge. Auch in der 12. Liga. Und das ist mein Kollege, der hat früher gehört, dass ich gespielt habe, hat gesagt, nee, Kreisliga D. Was ist denn da klassisch B oder was? Nee, schon Verband, aber der hat gesagt, in der Kreisliga D, hallo Olli, spielen nur die Dicken und die Doofen. Und dick bist du nicht? Ja, denk mal drüber nach. Ja. Ja. Ich brauch nicht drüber nachdenken, ich bin nämlich nicht, egal. Ja, also, das war Schoki Banoki Backstage hier mit Tobi, Bassist von The Morning Pines und Christian. Ja, wir sind jetzt schon 6 Minuten drauf, sag mal. Wir können doch auch mal irgendwann ein Ende finden. Könnten wir. Ich sag nichts mehr. Ja. Ich nicht. Vielleicht doch. Habt ihr Trainingsanzüge? Oder in der D-Liga gibt es auch nichts mehr, oder? Doch, wir sehen sehr professionell aus, so das, was wir tun, ne? Da gibt es Leute, die investieren Geld in die D-Liga. Aber warum investieren die Leute Geld? Weil wir gerne regelmäßig sonntags nach Aussperrt spielen, auch nochmal wo einkehren. Lauft ihr euch warm vor Spielen? Schon. Also sie professionell. Also sie. Die spielen in Jeans und T-Shirt. Sie professionell. Die kommen aus der Disco direkt. Also sieht professionell aus. Ja, aber was sieht denn da professionell aus? Die Trainingsanzüge. Was sieht denn da professionell aus? Die Trainingsanzüge, das warm machen. Und lauf mal hier so hin und her, so wie du dich warm machen willst. Na, spielerisch ist das schon nicht so schlecht. Mach das mal, lauf mal so hin und her. Spielerisch ist es nicht so schlecht. Komm, wir laufen jetzt nicht zusammen. Du musst mal so laufen. So. Guck mal, lauf mal so, als wenn du dich warm laufen würdest. Lauf dich mal, ich will das mal sehen. Ich will das mal beurteilen, komm. Ich will mal sehen, ob du laufen kannst. Setz dich mal hin, ich hab noch eine Frage. Du kannst das nicht, das ist es. Ich habe mich gezerrt am Wochenende. Ja, du hast gezerrt, genau. Der Muskel macht zu. Ja. Ich muss mich schonen. Ja. Ja, aber Kreisliga D ist ja Schmerz. Nee, Kreisliga D ist schon gut, also. Also ich hätte jetzt echt auch mal wieder Lust. Kreisliga, ich hab noch nie. Also wir trainieren Dienstags und Donnerstags, du wärst der Erste, der kommt. Also mit mir. Von der Kreisliga D-Mannschaft. D? Wollen wir mal in der Kreisliga D mittrainieren? Das können wir mal machen, oder? Also da kann ja nichts passieren eigentlich. Na, das sagst du. Also wir können die Motivation. Die können uns töten und sowas. Ja. Wir kriegen das hin. Schoki Banoki trainiert mit der Kreisliga D. Also D habe ich noch nicht gespielt. Nee. D habe ich auch noch nicht gespielt, ehrlich nicht. Noch nicht mal für Geld. Ich meine, das wäre mal ein Format. Schoki Banoki trainiert Kreisliga D. Das ist so wie früher Raab in Gefahr. Weil du musst aufpassen auf deine Schienbeine. Das ist komplett in Gefahr. Doppelten, beidseitigen Schienbein. Trainiert ihr klassisch Dienstag, Donnerstag? Eigentlich ja. Also aber von möglichen 30 Spielern, die wir im Kader haben, sind meistens 2 bis 3 da. Machen wir mal. Dann musst du jetzt sagen, wenn du keinen Bock hast, habe ich keinen. Nee, aber da hätte ich mal Bock drauf. Ja. Also Kreisliga D. Aber du im Tor. Ich kann bei euch auch im Feld spielen, das ist kein Problem. Wirklich. Die Hände darfst du nicht nutzen, weißt du, ne? Ja, ich stelle mich so auf die Linie und mache nur mit dem Kopf so. Beim Torschussdrehen fallen dann 5 Tore. Weißt du warum? Weil keiner die Hütte trifft. Du stehst einfach nur da und bist einfach nur da. Die 5 Boden habe alles gemacht. Und die 5 Buden hat auch mehr gemacht. Genau. Ja, das machen wir mal. Torschussdrehen. Nee, wir können das jetzt mal überspitzen. Wir sagen von. Also pro Eva, den ich treffe. Zahlst du einen Fünfer pro Eva, den du hältst, oder ich verschieße, zahle ich einen Fünfer. Wir machen 10 Stück und spenden das. Aber ich bin doch im schlechteren. Ich bin doch, hab doch schlechtere Karten. Ja, aber ich bin doch Kreisliga D. Fight! Fünfer, was ist denn? 5 Elfmeter oder was? Fünfer, also wir schießen, schießen 25 Euten. Ja. 25? Nee, 10 Elfer und 5. Wie 10 Elfer? Was hast du für einen Modus? Hast du schon mal WM geguckt, wie man da einen guten Zweck? Das sind 10 Elfer, ja. Insgesamt sind 10 Elfer. Das heißt, 50 Euro können zusammenkommen. Ja, für einen guten Zweck. Was ist denn der gute Zweck? Bierchen oder was? Suchen wir uns was aus. Ja, okay. Also, wir wollten eigentlich nur eine Minute ganz kurz. Ja? Jetzt sind es schon fast 10 Minuten, die der Typ da die ganze Zeit rum. Ist immer was Gutes bei rausgekommen. Also, Schoki Banoki spielt D-Klasse.
Trainiert D-Klasse. Nee, spielen tun wir nicht, aber trainiert D-Klasse. Und schießt. Hast du noch einen Spielerpass? Und schießt. Ich hab noch einen Spielerpass. Und schießt. Oh, Mann, und schießt Elfmeter. Wow. Und der Bassist schießt Elfmeter. Gegen den. Torhüter. Für einen guten Zweck. Machen wir. Alles klar. Wer bis jetzt zugeschaut hat, Respekt. Wirklich, ganz großes Kino. Also das müssen wir fast bezahlen. Ne? Nee, da müssen wir Werbeblöcke reinmachen. Ja, okay, alles klar. Also, Cheerio mit Sophie. Wir melden uns mit Kreisliga D und Shogi Banuki. So sieht's aus. Gute.